Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Tja, der Abschlusssatz, wir werden weiter dranbleiben. Frau Lück, ich glaube nicht nur Sie, sondern ich glaube, das ist ein Thema, was uns alle interessiert und der Fortgang natürlich auch für uns alle interessant sind. Nicht umsonst haben wir diesem Thema ja so einen großen Spielraum gegeben, weil es eben wichtig ist. Und deswegen haben wir ja auch hier im Landtag fraktionsübergreifend die Überweisung gemacht in den Wirtschaftsausschuss mit der dazugehörigen Anhörung. Und lassen Sie es mich aber, Frau Lück, das muss ich dann schon sagen, lassen Sie mich vorher sagen, dass ich es schon als ein wenig ungewöhnlich empfunden habe, als die Oppositionsfraktionen einen neuerlichen Landtagsantrag zur Situation in der Ferienwohnung stellten, ohne diese Ergebnisse der Anhörung abzuwarten. Also sie forderten mehr oder weniger wiederholt auf zum Gesetzbruch, weil sie eben dieses Moratorium forderten. Und lassen Sie mich aber, da wir uns ja doch im Ausschuss dann geeinigt haben, lassen Sie uns dann doch vor dem Hintergrund der Ernsthaftigkeit der Situation, lassen Sie mich ein bisschen diplomatischer sagen, wichtiger erscheint mir, dass uns unabhängig von diesem, so würde ich mal sagen, unfreundlichen Akt, dass es uns gelungen ist, gegenüber der Expertise der anzuhören, dennoch gemeinsam einen konstruktiven Beitrag zur Situation um die Ferienwohnung gelungen ist. Meine Damen und Herren, die Anhörung hat zunächst einmal ganz klar ergeben, dass die Landesregierung bezüglich eines landesweiten einheitlichen Moratoriums aus rechtsstaatlicher Sicht die Hände gebunden sind. Den Königsweg ist ganz klar geworden, den gibt es eben nicht. Und die CDU-Fraktion sieht sich daher in ihrer Auffassung aus der Mai-Sitzung vollumfänglich bestätigt. Ich möchte in diesem Zusammenhang insbesondere auf die Einschätzung von Professor Dr. Gerrit Mansen, ehemals an der Fakultät für Rechtswissenschaft an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald, heute an der Universität in Regensburg, verweisen. Professor Mansen kam nach intensiver Prüfung des Sachverhalts zu der Einschätzung, dass ein landesweites Moratorium den Besonderheiten der jeweiligen Einzelfälle nicht gerecht würde. Und mehr noch, ein entsprechender Landtagsantrag, wie er gefordert wurde, forderte darüber hinaus zu rechtswidrigen Verhalten auf. Und denn er verstößt gegen Artikel 84 Absatz 1 des Grundgesetzes zur ordnungsgemäßen Ausführung der Bundesgesetze durch die Länder. Und die Koalitionsfraktionen haben daher im Anschluss an die Anhörung erklärt, dass es mit der CDU und der SPD einen Verfassungsbruch nicht geben wird. Auch weil die Anhörung noch einmal deutlich gemacht hat, dass die Regelungsmöglichkeiten in der Hand der Kommunen liegen. Aber auch, das sind eben alles Einzelfallentscheidungen, aber ich entnehme Ihren Worten, Frau Lück, dass Sie mittlerweile auch die Gesetzlichkeiten, die bestehen, anerkennen. Und Ihren Worten entnehme ich auch, dass Sie erkannt haben, wo die Verantwortung in der Tat liegt. Meine Damen und Herren, schon weil diese Erkenntnis nun fraktionsübergreifend gereift ist, war die Anhörung wichtig. Die Anhörung war aber auch vor dem Hintergrund unserer gemeinsamen Beschlussempfehlung wichtig. Die Behörden unseres Landes haben geltendes und zwingendes Bundesrecht umzusetzen. Und mit unserer Beschlussempfehlung wollen wir eine Unterstützung, und das ist wichtig, zur verhältnismäßigen Umsetzung geben. Der Handlungsleitfaden korrespondiert in vieler Hinsicht mit der Handreichung des Wirtschaftsministeriums. Wir wissen, dass es auch nach der Veröffentlichung unseres Beschlussempfehlung und des Handlungsleitfadens insbesondere im Landkreis Rostock zu neuen Nutzungsuntersagungen gekommen ist. Und insbesondere aus dem Landkreis Rostock kommen uns Fälle zu Ohren, wonach der mit dem Handlungsleitfaden und der Beschlussempfehlung aufgezeigte Ermessensspielraum, den es nun auch mal gibt, nicht vollumfänglich genutzt wird. Und das nehmen wir sehr ernst. Ich selbst habe mit einem Schreiben an den Landrat Konstin gewandt und auf dem Handlungsleitfaden und die Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses noch einmal hingewiesen. Ich sagte einleitend, dass die Behörden unseres Landes Bundesrecht umzusetzen haben. Bei dieser Umsetzung können sie aber mit Augenmaß vorgehen, und das ist auch in der Anhörung mehr als deutlich rausgekommen. Und ich wundere mich, weil Herr Konstin ja schließlich bei der Anhörung auch mit anwesend war. Meine Damen und Herren, der Handlungsleitfaden des Wirtschaftsministeriums, der Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses wollen einen Beitrag zur Versachlichung
der Diskussion leisten. Das ist uneingeschränkt zu befürworten. Ich hoffe, dass niemand in die Versuchung gerät, von diesem Weg abzuweichen. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass damit am Ende niemandem geholfen sein wird. Lassen Sie uns das Thema weiter begleiten, Frau Lück, gemeinsam. Lassen Sie uns schauen, welche Wirkungen der Handlungsleitfaden und unsere Beschlussempfehlung entfalten, bevor Sie ihn im Bausch und Bogen kritisieren. Lassen Sie ihn doch erst einmal wirken. Und lassen Sie uns vor allem gemeinsam an die Verhältnismäßigkeit und die Betrachtung des Einzelfalls appellieren. Der Ball liegt bei den Kommunen und dort ist die Verantwortung und das werden wir weiter begleiten. Vielen Dank.